Wie war der Titel Ihrer Doktorarbeit? Die Rechtsstellung des Asylbewerbers im Völkerrecht. Okay, ja. Das ist ein Thema, das Sie lange begleitet. Das begleitet mich lange. Ich habe unter Otto Schily das Einwanderungsgesetz gemacht. So, nun muss ich zur Kenntnis nehmen, dass 2,07 Millionen Asylsuchende nach Deutschland gekommen sind, obwohl um uns herum sichere Drittstaaten sind. Ja, alle Staaten sind sichere Drittstaaten. Und 16a Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz sagt, Asylrecht genießt nicht, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt. So, da muss ich sagen, ich bin damals nicht in die CDU eingetreten, dass gleichwohl 2,07 Millionen Asylsuchende oder überspitzt formuliert 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kommen. Aber nochmal, warum so zugespitzt? Sie sagen, die 1,8 Millionen Araber, wissen Sie, wie das klingt? Das klingt wie so ein AfD-Sprech, wobei ich kenne einige Leute aus der AfD, die würden das so gar nicht sagen. Ich sage Ihnen mal, wenn man öffentlich wahrgenommen werden will, dann muss man ab und an auch überspitzen. Das habe ich in diesem Jahr auch wahrgenommen. Aber doch nicht um jeden Preis? Nein. Ist es das wert? Was ist es wert? Ist es das wert, dass man so zuspitzt, um dann wahrgenommen zu werden? Schauen Sie mal, ich habe in diesem Jahr 34 Veranstaltungen gemacht. Wollte ich zuerst gar nicht, aber die Leute sind einfach auf mich zugekommen. Herr Maaßen, kommen Sie zu uns, kommen Sie in unseren Ortsverband. Ja. Ich war letzte Woche in Altmittweida gewesen, ich war in Buxtehude gewesen und so weiter. Und da sagen mir die Leute, endlich sagt einer mal das, was ich auch immer sagen will, aber ich traue mich nicht mehr, das zu sagen. Er spricht das aus und er spricht Klartext. Er spricht es so, dass die Leute das auch verstehen. Und deswegen habe ich das auch gesagt. Deswegen habe ich auch zum Beispiel vom Shuttle-Service gesprochen. Weil das ist das, was die Leute im Grunde genommen erwarten, dass man das ausspricht und dass man darüber auch einfach diskutiert, Herr Lanz. Und nicht die Probleme so verzwergt, dass sie unter den Teppich fallen. Darf ich das mal zitieren, weil Sie das gerade ansprechen? Lassen Sie sich nicht einreden, dass es sich um Seenotrettung handelt. Diese Migranten sind keine Schiffbrüchigen und keine Flüchtlinge. Sie haben als einwanderungswillige Ausländer die Schleuserboote bestiegen, um von einem Shuttle-Service nach Europa gebracht zu werden. Ja. Flüchtlingsboote als Shuttle-Service. Das sagen Sie, weil andere Leute das hören wollen? Nein, das sage ich, Herr Lanz, weil ich mir wirklich Sorge mache um diese Situation. Das verstehe ich. Nein, es kommt auf das Framing an, es kommt auf die Worte an. Sind das nun Schiffbrüchige, sind es Flüchtlinge, sind es Leute, die in Seenot gerettet werden? Oder handelt es sich hier um Schleusung, um arme Opfer von Schleusern? Ich habe einige Jahre habe ich mich mit organisierter Kriminalität beschäftigt, Herr Lanz. Und ich weiß, dass das meiste Geld im Bereich organisierte Kriminalität nicht mit Rauschgift gemacht wird, sondern mit Menschen. Ich weiß das. Diese jungen Menschen, die werden in der Subsahara aus den Dörfern rausgelockt. Die werden mit Lastwagen über die Sahara bis zum Küstensaum gefahren. Auf alte Boote gepackt und werden dann auf Gummiboote gesetzt. Richtig. Es ist keine Seenot, um die es geht, sondern es wird vorsätzlich, werden die Leute da ausgesetzt. Vorsätzlich werden sie ausgesetzt mit dem Ziel, dass NGOs oder das Militär sie da abholt. Und das ist ein Shuttle-Service. Wenn Sie von Framing sprechen, Shuttle-Service nach Europa, wissen Sie, was das Problem dabei ist, das ich damit habe? Es geht nicht darum, Probleme zu beschreiben. Ich bin sehr bei Ihnen und da neben Ihnen sitzt einer, der bekannt dafür ist, genau das zu tun. Dinge klar zu benennen, aber ohne dabei Ressentiments zu schüren. Und wenn man solche Wörter benutzt, dann klingt das so despektierlich, dann ist das eine Sprache, von der ich denke, gerade jemand von Ihrem Gewicht und auch jemand, der diesen Job gemacht hat und auch von Ihrer Intelligenz, sollte sowas einfach nicht sagen. Punkt. Okay. Verstehen Sie den Punkt? Genießen Sie den Beifall. Ich bin ganz anderer Meinung. Ich werfe den Medien vor, dass sie ein bewusstes Framing machen, dass sie bewusst von Flüchtlingen sprechen. Weil Flüchtling hört sich an nach besonders schutzbedürftig. Es sind keine Flüchtlinge. Sie, genauso wie alle Ihre Kollegen, wissen, Flüchtlinge sind Personen, die einen Status erhalten haben. Vorher sind es allenfalls Asylsuchende. Es sind Migranten oder es sind... Nein, Sie versuchen damit eine bestimmte Weltsicht zu generieren. Nein. Das Gleiche, wenn man von Seenot redet, besonders hilfsbedürftig. Und ich habe den Affront begangen, Ihnen gegenüber und den vielen Kollegen und Politikern, dass ich das nicht akzeptiere, dieses Framing. Ich akzeptiere es nicht, dass Sie von Flüchtlingen reden, dass Sie von Seenot reden, sondern ich erwarte, dass man darüber redet, um was es geht. Es handelt sich um Schleusung und diese tausenden bedauernswerten Menschen
werden in Seenot gebracht, vorsätzlich in Seenot gebracht, und wir helfen mit, weil wir das Geschäft nicht kaputt machen. Herr Maaßen, Sie erwischen da gerade